Grüß euch, da sind wir wieder bei meine Far Bienen. Cry 4. Denkt denn niemand an meine Sekunde. Okay, Petro weiter. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, wie ich angekündigt habe. Ich habe die ganzen Typen da abgesackelt und ich habe meine Munitionsvorräte wieder aufgestockt. Aufgestockt. Und warum ist jetzt mein Wegpunkt wieder weg? Ach, ich habe mir den doch schon gesetzt. Bitte. So. Und jetzt geht's zur Festung von der Yuma. Ich werde jetzt wieder laufen. Aus dem einfachen Grund, ich brauche nämlich ein paar grüne Blätter. Da habe ich noch ein bisschen wenig. Wo bist du? Da! Ah, meiner Nase. Ich krieg da zwar keine zusätzlichen Heilspritzen mehr, weil ich nicht mehr wie 6 tragen kann. Das ist eigentlich auch wahr. Herstellung, was ist denn da? Geldbeutel. Da, Wurfgeschosstasche. Was brauche ich da? Der Königstiger. Köderbeutel. Was brauche ich da? Jackfell, die Jacks. Ah, das ist nur Köder, oder? Ja, das sind mir wurscht, die Köder, das sind nicht so. Das wäre nicht schlecht. Da brauche ich die Königstiger. Und für die anderen, für die 4. Stufe, brauche ich die Special-Viecher. Haben wir eh schon beim letzten Mal festgestellt. So. Komm, Mädchen, da auf mit dir. Bitte, da. Oh, da ist ja eh Wiese. Nein, nein, nicht. So, jetzt komme ich da wieder nicht mehr auf. So. Was ist mit euch? Ihr braucht ein Repair. Sie können nichts dafür, aber sie sind einfach zu gefährlich. Was soll ich da helfen? Ich bin ein guter Lodge und drum helfe ich da. Wenn dieser Hund in eine Familie käme, würde er vermutlich alle töten. Ich habe noch nie so arme Hunde gesehen. Was zu sagen. So, wo ist die Yuma? Die Festung von der Yuma. Da fuhren 1000 Meter. Kann man da eigentlich was? Ja, das geht. Beinhart, ich kann mit dem Ding Schweißbrenner Sachen anzünden. Oder kann ich da die Wiese auch anzünden? Nein, aber Bäume, oder? Kleinen Waldbrand, geht das? Ja, ich verletze mich da zwar immer selber auch. Gut, das Fahrzeug nehme ich jetzt. Das ist eine Kanone drauf. Grüne Blätter habe ich, glaube ich, jetzt eh wieder ein paar gesammelt. Es sind doch 900 Meter und das ist ein ganz schön weites Stückerl, aber... Nein, nein, nein. Ah, steig ein. Falscher Taste. Ich wollte aufs Geschütz rauf. Na, das ist zart, dass das alles so lang dauert. Da hinten rennt er. Wo? Da steht er. Gut. Okay. So. Da irgendwo was gesehen. Aber ich glaube, da komme ich jetzt noch nicht hin. Grüne Blätter, mir geht es ein bisschen um die grünen Blätter. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Ja, komm. Weich aus. Da kommen schon wieder Typen. Ah, das Auto fährt weiter. Scheiße. Sieht
so aus, als würde Sabal den Beliebtheitswettbewerb beim goldenen Pfad gewinnen. Ich bin ehrlich überrascht, das zu hören. Wisst ihr... Also bei mir gewinnt er nicht den Beliebtheitswettbewerb. Jetzt fahre ich in die falsche Richtung. Mein Gott, nein, ich spüre halt wieder chaotisch um mich herum. Ha? Was sagt ihr? Ohne Plan. Einfach nur drauf los. Warum fahre ich jetzt wieder in die falsche Richtung? Es ist doch zum Rehren, wirklich. Das Umdrehen ist eh so lahmend mit dem Fahrzeug da. Ja, fahr doch zurück. Der kann nicht zurückfahren und lenken. Das ist genau sein Problem. Zurückfahren und lenken. Lenken können wir nur beim Vorwärtsfahren. Okay, ja, wie gesagt, man müsste sich ja nur umstellen, aber ein Nashorn. Ich meine, ich würde nichts sagen, Freunde, aber komm ich nicht von da. Naja, wird schon wissen. Da vorne vor der Auto, ist das, sind das Gute oder Böse? Das sind neutrale, glaube ich. Ah, da bin ich, glaube ich, voll schon. Ja, genau, weil über die Brücken bin ich da nicht gefahren. Na gut. Okay, Leute, ich muss Schluss machen, denn der Wandel ist unaufhaltsam. Es ist Speckzeit. Gut. Da vorne ist wieder so ein komischer LKW, ja, sehe ich gerade. Aber das sind mir jetzt alle egal. Sind wir da schon? Geschwächt ist ja schon. Na, ich will nicht zum Geschütz aussteigen. Die Handbremsen, das hätte ich jetzt erst anziehen müssen. Oh Gott. Ich glaube, gibt's da nicht Minen. Das habe ich jetzt total vergessen. Na. Schauen wir da mal. Okay. Aha. Ah, super. Den hätten wir mal. Oh Gott, das war nicht so gescheit. Und Verstärkung kommt auch schon. Also das habe ich einmal lautlos nicht geschafft. Gut, das bin ich jetzt ein bisschen schnell hineingekracht, ohne dass ich mir da vorher... Oh. Ja, da, das war ganz klar. Das heißt, das muss man ruhiger angehen. Das war natürlich zu flott, zu stürmisch. Gut. Dann würde ich sagen, das Ganze nochmal. Jetzt schaue ich mal da mal rum. Vielleicht kommt man da irgendwo rauf. Okay. Da gäbe es einen Haken. Da gäbe es auch einen Haken. Okay. Sollen wir das einmal riskieren? Schauen wir nach da vorne. Ich hoffe nur, dass es da keine Minen gibt. Da gibt es aber auch keine Hecken mehr da drüben. Passt, nehmen wir den da. Ich probiere den jetzt da mal. Rauf, rauf, rauf. Oh, da ist schon ein Typ und der schaut her, der schaut her, der schaut her. So, kann ich den... Das sind Sniper oben, die werde ich hoffentlich jetzt erledigen können. Jetzt ist er weg. Der war da am Dach. Aber da hinten, den sehe ich. So, jetzt darf ich nicht wieder vorbeisemmeln an diesen Typen. Genau. Den hätte ich einmal. Da habe ich jetzt einen Blazer gesehen. Verteidigen, während der Rest von uns die
umliegenden Dörfer überfällt. Und denn auch? Wir haben genug Waffen und Männer, um das Gebiet zurückzuerobern. Ich weiß nicht, warum wir das nicht schon längst tun. So, zwei habe ich jetzt einmal erledigt. Da steht er jetzt. Nummer 3. Da ist ein Granatwerfer. Alarme gibt's da auch, sehe ich gerade. 3 habe ich jetzt erledigt. Ich keine Ahnung, wie viele Typen da drinnen sind. Wenn es Glück habe, gelingt es mir ohne Alarm auszulösen. Schau da mal. Ah, ich habe was entdeckt. Mal 2 Alarme übrig. Haben wir den auch erledigt? So, und jetzt werden wir da mal reinscannen. Naja, da redet noch einer. Die sind da irgendwo unten in die Häuser drinnen, die Freunde. Da hinten ist ein Hund. Der hat jetzt einmal den entdeckt. Ich weiß, die Hundeliebhaber werden mich jetzt wieder hassen dafür. Ist der jetzt erledigt, der Hund? Ja, glaub schon, oder? Aber die Hunde sind gefährlich in dem Spiel. Nämlich jetzt nicht da, dass sie mich beißen, aber sie verraten mich. Da vorne wäre wieder so ein Alarm, oder? Aber da sehe ich nicht hin auf die Kiste. So. Ich möchte natürlich nicht, dass das jetzt ins Schachspiel ausartet, aber ein bisschen Schachspielen wird sich leider nicht vermeiden lassen. Da unten ist ein Dicker. Kann ich den gezielt mit einem Kopfschuss? 2 Dicke da unten. Ich glaube, den habe ich nicht erwischt, oder? Aber sie haben mich noch nicht entdeckt. Sie wissen zwar jetzt, dass irgendwas los ist, dass irgendwas nicht ganz korrekt ist, aber sie haben mich noch nicht entdeckt. Und aufpassen, dass die da nicht aufkommen. Ich hätte die markieren sollen. Siehst du, jedes Mal vergesst die zu markieren. Kopfschuss, sehr gut. Na, noch haben sie keinen Plan, glaube ich, was los ist. Das ist auch gut so, das soll auch so bleiben. Da mit dem blöden Rauch sieht man die Haber oft gar nicht. Aber ich habe, glaube ich, noch einen gehört. Es ist auf alle Fälle noch einer da. Und vor allem, das ist noch immer die Gefahr der Alarme. Es braucht nur einer deppert Alarm auslösen. Und schon habe ich wieder eine ganze Partie da am Knack. Aber ich glaube, ich muss mich jetzt einmal hinunterwagen. Es bleibt mir nicht erspart. Ich sehe von da oben, sehe ich keine mehr. Da drüben sind keine. Na gut. Hopp. Da ist gehört. Da wäre eine Leiter runter. Es ist auf alle Fälle noch einer da. Ich höre ihn ja. Ich höre ihn ja. Ne? Ich höre ihn ja. Es ist ja nicht so, dass ich ihn nicht höre. Gut. Vorsichtig, vielleicht kann ich da irgendwie. Ja, ist da die Alarmkiste da hinten drinnen? Ich werde es am. Ich bin ganz in der Nähe von den Typen. Ich habe Angst, dass ich, wenn ich da runtergehe, dass ich mich einfach irgendwo sieht. Das wäre jetzt blöd, weil jetzt habe ich es so weit geschafft, ohne entdeckt zu werden.
was ewig schade wäre. Da steht er, ich habe ihn. Die haben wir erledigt. So. Das war der, der da die ganze Zeit... Nein, es geht noch weiter. Es geht noch weiter, es ist noch nicht vorbei. Gut. Schön wäre es, wenn ich jetzt die Alarme alle ausschalten könnte. Ich weiß, das wird jetzt wieder ein Schachspiel, Freunde, aber was soll's. Genau das habe ich gemeint. Ah, na, da oben war keiner. Boah, ich glaube, da oben war jetzt einer. So, und jetzt glaube ich, ist da hinten noch Alarm. Ah. Ja, der leuchtet auch noch. Den er ausschalten könnt, dann bin ich relativ safe. Dann kann man nicht mehr viel passieren. Wie geht's da einmal runter? Da ist eine Arschwarze. Ah, das war er der Letzte. Sehr gut. Unentdeckt. Yeah. Das war es wieder wert. Gut. Haben wir die dritte Festung auch. Sehr gut, das kleine bunte Zimmer. Okay, das heißt, die befreiten Außenposten werden jetzt nicht mehr angegriffen. Was haben wir da alles Feines? Das Bett, das Bett brauchen wir nicht. Ist da ein Problem? Östlich von hier werden Zivilisten zur Arbeit in einer Mine gezwungen. Doch als kein Gold mehr gefunden wurde, hat die Royal Army sie hingerichtet. Der einzige Überlebende verlangt nun Rache. Die Kommandanten sollen mit Sprengstoff getötet. Na, das möchte ich. Na, das kostet nur Zeit. Ich möchte jetzt wirklich schauen, dass ich da ein bisschen weiter vorwärts pushe. Dazu braucht man natürlich da wieder verkaufen. Ist eh ganz klar. Ne? Schnellverkauf machen wir. Das passt eh alles. Grünes Blatt habe ich 7. Sehr gut. Munition nachfüllen machen wir auch. Ja, und schauen wir am Plan. Was steckt der Plan? Das ist alles grün. Auch die Festung gehört mir. Da ist die nächste Hauptmission. Und so ungefähr wird es weitergehen. Aber erst in der nächsten Folge, weil ich beende hier jetzt die Aufnahmerunde. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuschauen. Und pfiat euch.